herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya und ich zeige euch heute, wie man in einem Fotoalbum oder einem potenziellen Fotoalbum mit den Fotoformaten umgeht. Deswegen mache ich dieses extra Video. Ihr findet das Flip-Through zu diesem Fotoalbum, was ich für eine liebe Freundin zur Hochzeit mache. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. Auf jeden Fall mindestens bald findet ihr das. Diesen Part habe ich extra rausgepickt, weil es super ärgerlich ist, wenn man Fotoformate nicht beachtet und so einfach den Effekt von dem Fotoeinsteckmöglichkeiten versaut. Versaut deswegen, wenn die Fotos nicht reinpassen, kann man das Fotoalbum einfach nicht vernünftig gebrauchen. Meine Empfehlung an der Stelle ist, schaut, was derjenige für Fotos machen wird. Bei Hochzeiten und Ähnlichem ist das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass man das Fotoformat 18x13 wählt. Und die allermeisten sind im Querformat. Hier müssen jetzt gerade mal meine Pferde herhalten. Ich habe jetzt zwei Fotos, die ich immer so als Vorlage benutze. Und dementsprechend dürfen Callisto und Jack jetzt hier mit in das Video. 18x13 ist ein großes, schönes Fotoformat und wird ja auf Hochzeiten, Geburtstagen und so allermeistens verwendet. Und dann noch allermeistens quer. Ihr seht gleich, ich habe auch mal das Hochformat als Möglichkeit mit eingebaut, also wo man sich entscheiden kann, packe ich ein Hochformat- oder Querformat-Foto rein. Wenn Fotografen losziehen und auf einer Hochzeit Bilder machen, tun sie das sowieso meistens im Querformat. Also jedenfalls die Fotografen, die ich kenne, und ich kenne mittlerweile einige. Und man könnte sich theoretisch dann dort einen Ausschnitt rausziehen und aus dem Rohfoto auch einen Hochkant machen, wobei das wirklich selten gemacht wird. Heißt aber nicht, dass man das nicht vielleicht trotzdem berücksichtigen muss. Dementsprechend habe ich jetzt hier ein 13x18 Foto und zeige euch jetzt, genau, jetzt habe ich mich ein bisschen hingesetzt, der Ton verändert sich, ich glaube, ihr kommt damit klar. Und zeige euch jetzt mal, wie ich da vorgehe. Ich habe mir geschnappt von Stamperia, falsch rumgemacht, von Stamperia einen Blog namens Kalligraphie und habe damit einfach so ein bisschen rumgefetzt, sage ich mal. Rumgefetzt deswegen, die Dinger sind super schön und dienen mir als Fotohalter. Das heißt, ich versuche, die so anzuordnen, dass sie ein Foto in der Art aufkleben oder anhängen. Und das heißt, ich würde die Ränder gleich aufkleben. Muss man natürlich jetzt überlegen, an welcher Position auf der Seite möchte ich das Foto haben. Dieses hier möchte ich gerne nach oben machen, weil die nächste Seite, die kommt, die wird nämlich das Foto unten festhalten. Das heißt, ich habe das immer ein bisschen versetzt. So. Das heißt, ich versuche jetzt hier das Bild entsprechend so festzuhalten, dass viel vom Bild sichtbar ist, aber dass ich auch hier eine Kante habe, die man hier drunter schieben kann später. Also werde ich jetzt hier gleich, und das muss ich nicht unbedingt vor der Kamera machen, ich denke, ihr kommt mit Klebstoff klar, werde ich hier die Ränder kleben und das auch gleichmäßig, dass das Foto danach nicht irgendwie schief rutscht, sondern dass es auf die gleiche Ebene runterrutscht, wenn man das Album dann hinstellt. So, jetzt kann ich euch hier mal den Ausschnitt vom Album zeigen. Ich habe einen Drei-Seiten-Bereich gebaut. Gebaut deswegen, ich habe hier ein Stück angehext. Ich hole das mal eben rüber in die Sichtbarkeit. So, ich habe nämlich genau hier mit Tape. Und es eignet sich wunderbar, nicht elastisches Verbandstape. Das gibt es in verschiedenen Breiten. Das habe ich hier genommen, um ein Stück Seite anzustückeln. So, jetzt zeige ich euch auch gleich nochmal die nächste Variante, die ich hier erstellen werde. Und im Flip-Through werdet ihr das dann sehen, wie es fertig aussieht. Hier auf der Seite habe ich das Foto ja nach oben gepackt. Ja, seht ihr? Und diese Seite, da hole ich mir jetzt mal meine Unterkonstruktion her, weil das Album schon ziemlich voll ist. Diese Seite möchte ich nämlich das Foto nach unten setzen. Hier habe ich wieder eine Seite auseinandergenommen. So, da fehlt natürlich ein ganzer Teil, den werde ich in irgendeinem anderen Journal mal verbasteln. Das soll so werden. Und zwar sollen hier diese Seitenkanten relativ dicht an die distressed Kante, schwupps, und das Bild halten. Und hier ebenfalls. So, nur ist die Überlegung, ja, das ist nochmal ein Querformat, das kann man hier so reinsetzen. Hier oben werde ich dann noch einen schönen Spruch drauf machen, genauso auf der anderen Seite weiter unten. Dementsprechend lasse ich immer so ein bisschen Platz für ja, einfach schöne Liebes- oder Hochzeitssprüche, die einfach, finde ich, in so ein Album gehören.
so hier und da verteilt und das Album ist ziemlich voll. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ich nicht fertig bin. Ja, zurück zum Hochformat. Ich werde dieses Ding hier werde ich so hinten bekleben, dass es auch ein Hochformat hier drin zulassen würde. Das heißt, ich werde das so machen, dass die Kante hier so offen ist, dass ich das Hochformat hier auch reinstecken kann und das hier oben auch diese Lücke lässt. Das heißt, man könnte hier auch theoretisch ein Hochformat reinpacken. Natürlich fehlt mir dann hier noch was, das heißt, da muss ich eine Kleinigkeit anfügen, damit es ja auch vollständig aussieht, wenn dort ein Hochformatfoto drin ist. Originär gehe ich davon aus, dass da ein Querformatfoto drin wohnen wird. So, jetzt haben wir diese Art, diese Möglichkeit. Wie gesagt, nur die Kante kleben, dann kann man alles einbauen. Wir haben auch das mit dem, es wird rechts und links gehalten. Und jetzt kommt Teil 3. Jetzt nehme ich erstmal meine Schnipsels raus. Schnipsels, Edelschnipsels auf jeden Fall. So. Und schiebe den ganzen Spaß einmal rüber. Es gibt auch Sachen, die ein bisschen mehr tricky sind. So. Und die kommen jetzt. Jetzt muss man einmal hier umbauen und einen Blick werfen, ob ihr das dann noch überhaupt richtig sehen könnt. Ja, ich würde sagen, ist sichtbar. Ein bisschen Licht dazu. So, ist sogar noch besser sichtbar mit Licht. Wie schön. Genau, hier seht ihr den lieben Jack, der wieder herhalten darf für als Fotomodel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier habe ich auch wieder eine Stamperia-Seite auseinandergefetzt. Und die habe ich tatsächlich einfach nur in der Mitte durchgerissen. Also nicht in der klassischen Mitte, sondern wirklich von Ecke zu Ecke, also diagonal durchgerissen. Und habe das dann so angeordnet, dass ich möglichst viel vom Foto sehe. Und den lieben Jack hier dazwischen mit Büroklammern gesetzt, damit ich weiß, an welcher Stelle muss ich kleben. Weil was richtig blöd aussieht hinterher ist, wenn man mal zu wenig geklebt hat. Also wenn ich jetzt wirklich nur hier die Kante kleben würde und hier auch die Kante kleben würde, dann rutscht das Foto in den unteren Teil und hier würde alles Mögliche abstehen. Das würde ziemlich blöd aussehen. So, das heißt, ich habe jetzt hier ja, den Jack mit Klammern festgemacht, drehe dann mein Papier um und dann kann ich gucken, wie viel muss ich ihn kleben. Also ich würde jetzt hier genau ein bisschen Luft lassen, dass man das Foto halt auch vernünftig reinstecken kann, aber in dem Fall wirklich relativ eng kleben. So, und jetzt kommt noch der Part mit dem Hoch- und Querformat. Wir haben jetzt hier einmal ein Hochformat vorgesehen. Ich stelle mir jetzt einfach vor, wie es wäre, wenn man ein Querformat anstelle des Hochformats reinstecken wollen würde und lege das hier nochmal drauf. So, da ist dann mal ein bisschen weniger sichtbar vom Foto, wenn man hier ein Querformat nimmt, also jedenfalls von innen oder mindestens mal anders sichtbar. Das muss ich dann natürlich als Brautpaar aussuchen, was willst du da reinstecken. Rücke ich mir das ein bisschen zurecht, wo ich denke, okay, so kann man das auf jeden Fall lassen. Und dann würde ich hier nämlich genauso eine Linie drumherum ziehen und würde einfach sagen, ganz locker, ne? Da muss kein Lineal her, man muss höchstens Stift, der da schreibt. Das wäre ganz gut. Und ziehe hier mir diese Linie, dass ich da auf jeden Fall das vom Kleben auslasse und dann auch um das andere Foto. Genau, so dann haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass beide Fotoarten dort reinpassen. Ja, wie gesagt, erstes, was ich vorgesehen habe, ist halt einfach wirklich das Hochformat. Möglichkeit ist auch das Querformat halt unterzubringen. So, und jetzt würde ich einfach nur hier Klebstoff an die Kanten machen, also an die Kanten außerhalb dessen, was ich hier angezeichnet habe. Und dann das Ganze vorsichtig umdrehen, draufpappen und ein bisschen warten. Also der wunderbare Junk Journal Kleber klebt recht schnell. Trotzdem, wenn man so ein Foto jetzt da rausziehen würde, zieht man den ein bisschen hoch. Klar, da wirken ja auch Kräfte. Dementsprechend einmal mitsamt dem lieben Jack hier ins Fotoalbum kleben. Kann man sich auf der nächsten Seite widmen. Also man kann auch hier umblättern und direkt weiter basteln. Während das ein bisschen mehr trocknet, also ja, so 5 bis 10 Minuten gebe ich dem dann immer und mache dann einfach mit der nächsten Seite weiter. Genau, so, das ist jetzt erstmal meine
mein Statement, meine 5 Cents zu dem Erstellen von Fotoalben und wie berücksichtige ich Hoch- und Querformat. Das habe ich nicht im ganzen Fotoalbum so durchgezogen, sondern nur hier und da. Aber ich denke mal, die beiden sind schlau genug, um das zu merken und sich die schönsten, besten Formate und Fotos dort auszusuchen. Und jetzt werde ich das Ganze hier mal reinbasteln und gucke, dass ich euch davon dann das fertige Material hier auch einsetze. Vielleicht auch die anderen 3 Seiten. Da muss ich gleich mal gucken, ob ich da noch irgendwas Besonderes dazu nehme, weil dann hänge ich das nämlich einfach gleich dem Video hier an. Genau, so. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich den ganzen Spaß festgeklebt. Das heißt, das sieht jetzt im Endeffekt so aus, dass man die Fotoformate dazwischen klemmen kann. Ich blätter jetzt einfach mal rückwärts. Ich habe euch nämlich die nächsten 3 Seiten auch mitgebracht. Jetzt haben wir hier das Thema mit dem Querformat. Und beim Umblättern ist die dritte, also die angebaute Seite, dort. Oben kommt dann noch ein Spruch, Gedicht, irgendwas rein. Das werde ich dann im Nachgang nochmal zurückgeblättert. Wir haben ja, also ich versuche mal so 6 Seiten oder 4 Seiten in der gleichen Art zu machen oder in einer ähnlichen Art. Dann haben wir hier auch aus dem gleichen Stamperia Set etwas, wo sinnvollerweise in ein Querformat reingeht. Also reingeht ist gut. Also das Querformat würde bestimmt besser aussehen. Hochformat ist möglich. Also ich habe so geklebt, dass auch hier wieder, sag ich mal, ein Hochformat reinkäme oder könnte. Nur das Thema Querformat, das ist dann wesentlich besser hier einzuarbeiten. Dann kommen wir mal zu der nächsten mittleren Seite. Da habe ich das ähnlich gemacht, nur dass hier einsteckbar ist, aber auch wieder für Quer- und Hochformat. Schwupps, also naja. Hoch- und Querformat. Der Text ist alles, genau. Und jetzt last but not least, die 6. Seite im Bunde von dem schönen Kalligrafie-Papier. Auch wieder hier zum Einstecken. Ebenfalls für Hoch- und Querformat gemacht. Genau, die schönen Sprüche, die ich noch gefunden habe, die werde ich noch schön ausarbeiten und dann entsprechend auf die Seiten, wo noch Platz für Sprüche ist, aufbringen. Vielleicht noch irgendwie ein kleines Tüdel dran und da oben noch 1-2 Sachen an der Kante. Ich denke, das werdet ihr dann im abschließenden Flip-Through sehen. Ich denke mal, dass ich das Flip-Through später auch mindestens auf 2 Videos aufteilen muss, weil dieses Buch ist echt dick geworden. Und da ist ganz viel drin. Okay, dann ist es das erstmal für diesen Moment. Das Video zu den Hochquerformat-Fotos und wie kriege ich dann auf so ein, sag mal, originäres Fotoalbum die Sachen vernünftig reingebastelt. Ja, dann freue ich mich, dass ihr mein Video geschaut habt. Ich freue mich noch mehr, wenn es euch gefällt und ihr das auch ausdrückt. Und noch mehr freue ich mich über Kommentare und mit euch hier in Diskussionen und Austausch zu gehen. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal ein Fotoalbum gebastelt oder habt es vor oder habt super coole Ideen, auf die ich noch gar nicht gekommen bin. Soll es ja geben. Ja, habt einen schönen Basteltag und bis demnächst in diesem Kino.